Und hier ist jetzt der Balancing Rock. 700 Tonnen soll er wiegen. Es ist jetzt mal wieder Zeit, einen Sticker ranzumachen. Und zwar den vom 40. Start Colorado. Ist das hier gerade? Yes, I think so. Ja. Yeah. Ja, yeah, good job. Perfect. Super. Der 40. Start! Wuhu! Heute ist Dienstag, der 2. Mai und wir sind auf dem Weg zu Garden of the Gods. Das ist irgendwie nur 2,5 Meilen von unserem Campground entfernt. Und ich dachte, es wäre eigentlich irgendwie weiter in den Bergen. Jetzt ist es aber irgendwie ganz nah hier in der Stadt und ich bin ein bisschen verwirrt. Mal sehen, was das genau ist. Also es soll eigentlich auch so ja, ein Park sein mit roten Gesteinsformationen und so. Mal schauen. Wir sind jetzt hier beim Garden of the Gods. Das ist das Besucherzentrum hier. Das ist eigentlich gegenüber. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob das was kostet, wie viel das was kostet. Und dann entscheiden wir, ob wir da eine Tour rüber machen oder ob wir da selber hinfahren können. Da hinten, diese Schafe mit den großen Hörnern, die haben wir gesehen, als wir über den großen Bergpass gefahren sind. Also der Büffel oder eher gesagt Bison ist hier aufgeführt, was man alles davon gebrauchen konnte oder die Indianer gebraucht haben. Und ist schon ganz spannend. Den Schwanz haben sie zum Beispiel als Fliegenklatsche benutzt. Oder als Peitsche. Oder als Peitsche. Oder die Zunge, das war das Beste. Was haben sie mit der Zunge? Ja, die Zunge, das beste Fleisch vom Bison. Nicht schlecht. Ja, also ja, genau, das brauchen wir jetzt nicht noch erwähnen. Andere Richtung. Oh, wow. Uiuiui. Du bist ja schnell schwindelig. Mach mal langsamer. Das ist ein ganzes Jahr drauf. Oh, wow. Ach, Wahnsinn. Wir haben die Kamera direkt hier draußen. Das ist ein Sturzrad zurück, ne? Ist da heute drauf? Nee. Guck mal, da ist Schnee. Ich auch mal. Geschwister. Sie können da hochfahren. Auf den 14 Meilen. Okay. Und heute ist offen das knapp das 13 Meilen. So fast bis oben. Also hier wird unsere Frage beantwortet, ob der Park etwas kostet. Und nein, er kostet nichts, denn Charles Elliott Perkins hatte das Land hier 1879 gekauft. Und es war mal sein Wunsch, dass irgendwann der Park für alle umsonst sein wird. Und das haben seine Kinder nach seinem Tod auch verwirklicht. Die haben den Park der Stadt Colorado City überschrieben, 1909. Aber mit der Auflage, dass er für immer und ewig kostenfrei für alle sein soll. Und wie fandst du das Besucherzentrum? Schön, mega gut. War sehr informativ. Also man konnte ja über die Tiere, die hier leben, was lernen, über die Pflanzen, über die Gesteinsarten, über die biologische Entwicklung. Ja, aber das war ganz witzig. Anscheinend sind hier mehrere Deutsche heute. Der Ranger, mit dem wir gesprochen hatten, der sagte, wir sind schon die fünften Deutschen, mit denen er gesprochen hat. Ganz amüsant. Naja, auf jeden Fall der Ranger selbst, der kommt auch aus Deutschland. Der ist vor 30 Jahren hierher gezogen und war auch total nett. War ganz süß, ne? Also auch im Reden war.
Geradeaus ist eine Gans und hier oben sitzen auch mehrere. Die haben sich strategisch platziert auf den Steinen hier. Siehst du das immer so? Ja. Wenn es heute nicht ganz so neblig wäre, dann könnte man von hier aus Pikes Peak sehen. Ein hoher Berg in der Distanz, der auch the American Mountain genannt wird, also der amerikanische Berg. Und der erste dokumentierte Nicht-Indianer war Dr. Edwin James, der 1820 bis zum Gipfel geklettert ist. If it weren't so overcast and cloudy, we would be able to see Pikes Peak from here. Pike Peaks is also called the American Mountain. And until 1820, there was no documented white person that ever climbed up there until Dr. Edwin James did it in 1820. And after that, they built roads up there and lots of people today, over 500,000, go up there by car, by hiking or railway cars. So, von hier aus hat man auch eine sehr gute Aussicht. Also geradeaus sieht man, ja, man sieht links diesen großen Berg und geradeaus sind so drei Formationen. Und die vordere, das ist Cathedral Spires mit den dünnsten Steinplatten. Und hier ist jetzt der Balancing Rock. 700 Tonnen soll er wiegen. 8 Millionen Besucher kriegen die hier jedes Jahr. Man merkt's. Also der Stein hier und das Land drumherum gehörte eigentlich nicht zu dem Park bis 1932. Das gehörte nämlich vorher den Goerkes. Kurt Goerke und sein Sohn haben hier 25 Cent dafür genommen, von Leuten Fotos zu machen und haben die Fotos auch selber entwickelt. Und als es dann irgendwann mehr und mehr persönliche Kameras gab, haben die Leute angefangen, nicht mehr die Fotos zu kaufen. Da haben die Goerkes einen Zaun um den Stein herum gesetzt und haben dann 25 Cent Eintritt genommen. Und 1932 hat die Stadt das Land von den Goerkes abgekauft und dann heißt es, haben die Leute gejubelt, weil man ja nichts mehr dafür bezahlen musste, um den Stein zu sehen. Ungefähr 45 Minuten von dem Garden of Gods Park entfernt ist das Florissant Fossil Bed National Monument. Und das ist das Besucherzentrum jetzt hier. Das Schöne ist, hier ist echt nicht viel los. Es sind vielleicht 8 bis 10 andere Autos hier neben uns. In dem Video haben wir jetzt gesehen und gelernt, dass das alles hier vor 34 Millionen Jahren angefangen hat mit den Tieren, die hier gelebt haben und die großen Redwood Trees, die hier gewachsen sind. Und das alles kam zu einem jähen Ende durch den großen Vulkan, der hier in der Nähe ist. Also direkt hier beim Besucherzentrum gibt es zwei Wanderwege. Einer ist eine halbe Meile lang, der andere ist eine Meile lang.
Und natürlich gibt es noch ganz viele andere Wanderpfade in dem Nationalpark, aber nur bei diesen beiden hier direkt beim Besucherzentrum kann man die versteinerten Baumstämme von den Redwoods sehen. Ach echt? Oh ja, so ein kleines Streifenhörnchen da. Och, ist das süß. Die meisten dieser Baumstämme waren in der Erde vergraben und mussten ausgegraben werden. Und das wurde während der 1920er Jahre gemacht, größtenteils von Privatpersonen, die teilweise auch Dynamit benutzt haben, wodurch leider einige dieser Stämme auch schwer beschädigt wurden. Und um diese Stämme zu beschützen, haben sie diese Gebäude, diese Dächer drumherum gebaut, damit sie vom Schnee, Eis und Regen beschützt sind und nicht noch weiter auseinanderfallen. Und deshalb haben sie auch diese Metallstangen da drum. Und es fängt gerade an zu regnen. Das kommt halt, weil da die Feuchtigkeit in die Ritzen geht. Ne? So, das ist Big Stump, also einer der größten Redwood-Überreste hier im Park. Und interessanterweise kann man da oben sogar noch zwei abgebrochene Sägeblätter sehen, weil als sie den damals ausgegraben haben, haben die tatsächlich versucht, den auseinander zu sägen, um den abtransportieren zu können, was natürlich nicht funktioniert hat. Und dieser Redwood-Baum war mal ungefähr 230 Fuß hoch, also knapp 80 Meter und ungefähr 750 Jahre alt, als er von dem Matsch und Lava von dem Vulkan hier beerdigt wurde. Wie findest du diesen Nationalpark? Ist gut. Hm? Ist gut, alles. Ist gut? Rain könnte kürzer sein. Ist kalt heute, ne?